Die Bundesregierung hat ihre Absicht erklärt, künftig den Konsum von Cannabis als Freizeitdroge teilweise zu erlauben. Viele Unternehmen sehen darin ihre Chance und sitzen entsprechend in den Startlöchern. In Sachsen etwa die Firma Demecan, die Hanfpflanzen bereits für medizinische Zwecke anbaut. Die derzeitige Produktionskapazität von knapp 2 Tonnen im Jahr könne man zügig auf deutlich über 10 Tonnen ausweiten, erklärt Gründer und Geschäftsführer Adrian Fischer. Sie können das ja hier sehen, es ist alles schon vorbereitet. Es gibt schon einen Zaun, eine Überwachungsanlage. Wir haben genug Strom für die Versorgung. Ansonsten ist, glaube ich, die größte Herausforderung im Moment erstmal auf Seiten der Politik, nämlich eine wirklich funktionierende Regulatorik dafür zu schaffen, in der man verhindern kann, dass der Schwarzmarkt eben weiter existiert, beziehungsweise dass man erfolgreich gegen den Schwarzmarkt konkurrieren kann. Es ist ja nicht so, dass wir hier was machen würden, was es vorher nicht gibt. Es ist nur was, dass wir was aus dem Schwarzmarkt rausnehmen in etwas, was dann kontrolliert ist. In Konkurrenz zu zukünftigen Eigenbedarf-Anbauern sieht man sich bei Demecan indes nicht, erklärt Geschäftsführer Jörg Sellmann. Da sind wir sehr entspannt. Weil am Ende des Tages ist auch die Qualität dessen, was wir verkaufen und was verkauft wird im Markt, entscheidend. Und es ist nicht so leicht, eine wirklich gute Cannabisblüte zu züchten. Spannend ist eben, dass Deutschland in dem voll liberalisierten Umfeld weltweit der größte zusammenhängende Cannabismarkt sein wird. Größer als Kanada heute oder die USA, wo es ja nicht alle, die gesamte USA betrifft, sondern einige Bundesstaaten nur. Mit genauen Plänen für die Expansion will Demecan warten, bis die regulatorische Lage klarer wird. Die Pläne der Bundesregierung sind in mehrere Schritte aufgeteilt. In nicht gewinnorientierten Vereinigungen sollen zunächst die Mitglieder pro Tag bis zu 25 Gramm und im Monat bis 50 Gramm Cannabis kaufen können. Ein bundesweiter freier Verkauf in Geschäften soll aber nach Einwänden der EU-Kommission frühestens nach 5-jährigen regionalen Modellversuchen ermöglicht werden.